und Management ist eine Studienrichtung im Studiengang Medienmanagement. Wenn ich mich für diese Studienrichtung entscheide, dann schaue ich, wie ich analoge und digitale Medien nutze, um Sport zu organisieren, Sport als Gegenstand einer Live-Kommunikation zu wählen, Marketing mit und auch vom Sport zu betreiben und am Ende des Tages auch zu schauen, wo kann ich über Sport und Veranstaltungen eine Wertschöpfung betreiben. Wenn ich einen Studienabschluss in der Studienrichtung Sport und Eventmanagement gemacht habe, dann bin ich qualifiziert, in Vereinen, Verbänden, für Veranstalter, für Rechtemanager tätig zu werden. Gleichzeitig aber auch kann ich diesen spezifischen Anwendungsfall verlassen und sagen, ja, ich habe mich mit Sport beschäftigt. Aber das sind ja zwei Seiten. Wir leben ja ohnehin in einer Zeit, wo wir eine hohe Dynamik merken, wenn es um die Nutzung und auch das Angebot von Medien geht. Und der Sport ist in der besonderen Rolle, dass er im Grunde ein Treiber dieser Entwicklung ist. Auf der einen Seite profitiert der Sport von der Weiterentwicklung von Medien. Also denken wir nur an tatsächlich Live-Kommunikation via Fernsehen, via Radio. Da gewinnt der Sport an Wert, weil einfach die Reichweite steigt. Auf der anderen Seite ist der Sport aber auch ein idealtypischer Anwendungsfall, um Mediennutzung auszuprobieren und auch die Mediennutzung einer möglichst großen Zielgruppe zugänglich zu machen. Aktuell stellen wir fest, dass das Thema VR sich vor allen Dingen über Sport und Bewegung transportieren lässt, weil es eben hochdynamisch ist und genau das macht im Grunde auch die Kernfunktionalität von VR aus. Und das eröffnet einerseits für die Sportkommunikation ganz neue Möglichkeiten, andererseits aber auch für das Sportmarketing oder das Marketing über Sport. Hier haben wir mit dem Deutschen Motorsportbund zusammengearbeitet, hier haben wir mit dem Deutschen Fußballbund zusammengearbeitet, hier haben wir auch mit der Segel-Bundesliga zusammengearbeitet. Dann haben wir andere Projekte, wo wir Themen auch relativ früh transportiert haben. Das Thema Inklusion ist somit so ein Thema, schon fast Common Sense ist. Und haben in Kooperation damals zunächst mit dem FC St. Pauli, in diesem Jahr dann mit dem HSV, ein inklusives Sportfest ausgerichtet, wo auf der einen Seite geschaut, wie sieht Inklusion im Sport tatsächlich aus? Und gleichzeitig aber auch Schülerinnen und Schüler anführen und sagen, probier's doch mal aus.